ja da. Ich freue mich so. Ich werde direkt nach oben gehen und sie begrüßen. Und vielleicht unternehmen wir heute irgendwas richtig Cooles. Ach, guten Morgen, Hannah. Du bist aber schon fröhlich und schon wach. Ja, Sonja. Ich freue mich so, dass meine Familie da ist. Ich wollte mich auch noch mal bei dir bedanken. Danke, dass ihr das organisiert habt, dass Familie Vogel hier nach Unicorn City kommen konnte. Danke. Ach, Hannah, das haben wir doch gerne gemacht. Wir haben in letzter Zeit gemerkt, dass du oft etwas traurig warst und dachten, das wird dir sicher gut tun, wenn Familie Vogel mal ein paar Tage hier bei uns ist. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich bin jetzt oben bei meinen Eltern, bei meiner Schwester und meinem Bruder. Guten Morgen alle zusammen. Hallo, seid ihr schon wach? Psst, Hannah, nicht so laut. Emma und Mama sind noch am Schlafen. Oh, ach Gott. Guten Morgen. Oh nein, ich bin nicht mehr am Schlafen. Moment mal. Wo ist denn Julian? Oh ja, stimmt. Julian ist gar nicht da. Wo könnte Julian denn sein? Also, ich werde mal direkt nach Julian sehen. Ihr könnt ja noch ein bisschen entspannen. Bis gleich. Also, ich kann mir schon vorstellen, wo Julian ist. Der hat sich mega gut mit Louis verstanden. Bestimmt sind die beiden schon wieder am Blödsinn machen. Also, vielleicht sind sie am Hüpfen oder vielleicht am Zocken oder Skateboard fahren. Das sieht mir so aus, als ob Louis noch schläft. Komisch. Also, wenn Julian nicht im Schlafzimmer ist und auch nicht bei Louis ist, wo könnte der denn sonst sein? Vielleicht unten? Oh Mensch, Sonja, was macht denn dieser Junge um diese Uhrzeit in unserem Pool? Ja, Manuel, das habe ich mich auch schon gefragt, aber ich weiß nicht, also der wollte unbedingt in den Pool, der hat sich richtig an mir vorbeigedrängelt. Hey, hallo Manuel, hey Sonja, ich suche Julian. Ah, Hannah, ja, also wir reden gerade auch über Julian, der ist schon draußen im Pool. Oh, stimmt, da hätte ich auch drauf kommen können, ist ja wohl klar. Julian Vogel, wo soll der sonst sein? Natürlich im Pool. Hey Julian, guten Morgen. Mann, ich habe dich schon überall gesucht. Und man muss auch sagen, der Pool ist nicht so schlecht. 2+, ja, die Note 2+ bekommt er von mir. Ach Julian, ich habe dich irgendwie ziemlich vermisst. Komm, lass dich mal umarmen. Hannah, nein, vergiss es. Ach Julian, erzähl doch mal, was gibt's denn so für Neuigkeiten in Playmobil City? So an sich eigentlich nichts Neues. Pia... Deinem Kaninchen, der geht's ganz gut und deiner Freundin natürlich auch. Ach stimmt, Pia. Ich vermisse Pia und meine beste Freundin natürlich auch. Und was gibt's sonst so? Ich meine, was machen so Dave und Philipp vielleicht? Ja, die beiden, die sehe ich ab und zu in der Schule. Die haben auch beide eine neue Freundin. Also, ich glaube, sie haben sich schon vergessen. Ach Mann, Julian. Na, also vergessen bestimmt nicht. Wir sind doch immer noch Freunde. Ach ja, und ich wollte dir noch was erzählen. Hier gibt's einen richtig coolen Aquapark hier in Unicorn City. Was? Und da sagst du mir erst jetzt? Lass sofort dahin. Oh Mann, ja, ich habe nicht dran gedacht, dir das vorher zu sagen. Aber vielleicht ist es gar keine schlechte Idee, dass wir heute alle zusammen in den Wasserpark gehen. So, sind wir dann alle vollzählig? Wir wollen ja alle los ins Schwimmbad. Naja, vollzählig nicht. Wo ist denn Julian jetzt schon wieder? Hallo, hier bin ich. Könnt ihr mich nicht sehen? Doch, Julian, ich sehe dich. Aber du hast doch wohl mitbekommen, wir wollen jetzt alle zusammen los ins Schwimmbad. Komm da raus. Jetzt bist du doch schon wieder komplett nass. Hä, wieso denn? Ich habe mir noch eine trockene Badehose angezogen. Oh, ja. Ja, die ist jetzt wieder nass. Upsi. Julian, willst du jetzt wirklich so in Badehose mit ins Auto steigen? Ja, das wollte ich auch gerade fragen. Julian, willst du dich nicht anziehen, so wie alle anderen auch? Nö, wieso denn? Da muss ich mich da nicht umziehen. So spare ich ganz viel Zeit und kann ganz lange im Wasser bleiben. Boah, ja, das ist voll die gute Idee. Das mache ich auch. Bin gleich wieder da. Ach, Louis, wo willst du denn jetzt hin? Ja, irgendwann geht's gleich hoffentlich los. Fahrt aber nicht ohne mich, bin gleich wieder da. Ich beeil mich, wirklich. Ach, das kann ja ein spannender Ausflug werden. Also gut, habt ihr alle eure Sachen? Dann fahren wir jetzt los in den Wasserpark. Ja, ich hab alles. Ja, wir haben auch unsere Tasche. Und ich bin auch wieder da. Na, dann kann's mal losgehen. Ach, das ist wirklich ein schöner Wasserpark. Aber wo sind denn jetzt alle? Ja,
Claudia, das habe ich mich gerade auch schon gefragt. Das ist immer ein drunter und drüber mit meiner Familie im Wasserpark. Manuel, schau mal, die Rutsche, die sieht voll cool aus. Sollen wir da hoch? Sollen wir auch rutschen? Ja, das ist eine echt coole Rutsche. Lass da sofort drauf. Wir werden auch heute richtig Spaß haben. Schau mal, Julian, das ist die coolste Rutsche hier bei uns im Wasserpark. Die musst du unbedingt ausprobieren. Ach, war ja klar. Die sind alle schon da oben auf der Rutsche und wir warten hier. Ich dachte, die sind noch in der Umkleidekabine. Ja, und unsere Kleinen sind da drüben im Kinderbecken. Immerhin. Also, ich glaube, die sind ganz gut beschäftigt. Lea, spielen mit Emma. Ja, du hast ja noch Schwimmflügel. Ich kann dir Schwimmen beibringen. Boah, jetzt mit Vollgas runter. Und ich direkt hinterher. Leute, Julian, Louis, der Oktopus ist noch auf Rot. Ihr dürft doch nicht rutschen. Achtung, Platz da, jetzt kommt Julian Vogel. Aus dem Weg. Oh Mann, typisch Julian. Yeah, das macht mega Spaß. Woo! Schneller. Also ich werde mich hier auf jeden Fall an die Regeln halten. So, der Oktopus ist grün, dann darf ich jetzt rutschen. Boah, jetzt aber schnell hoch. Als nächstes bin ich dran. So, aufgepasst. Jetzt geht die Rutschpartie los. Und Du Manuel, bei uns in Playmobil City, da haben wir auch so einen Aquapark mit so einer coolen Rutsche. Und wir machen einmal einen Rutschenstau. Ja, Martin, das klingt nach voll viel Spaß. Leute, kann ich da auch mitmachen? Was habe ich da gehört? Ein Rutschenstau? Ich mach da mit! Leute, ihr wisst, es gibt keinen Rutschenstau ohne Julian Vogel. So, aus dem Weg. Und ich führe den Rutschenstau an. Aus dem Weg, Papa. War ja klar, dass du als erstes rutschen möchtest. Ja, und ich bin hinter Julian. Oh nein, ihr wollt doch nicht wirklich einen Rutschenstau machen. Ach Mann, die haben ja allen Spaß. Also, ich find's immer ganz schön, wenn wir hier in der Sonne sitzen können und ein bisschen entspannen. Ja, finde ich auch, Sonja. Das ist auch wirklich herrlich hier in der Sonne. Ist auch schon so schönes Wetter. Ich staue jetzt die Rutsche. Voll cool. Papa, eigentlich wollte ich vorrutschen. Wieso bist du jetzt vor mir? Papa, Mensch, nimm die Füße von meinem Kopf. Du hast deine Füße auf meinem Kopf. Die sind so schwer. Das macht voll viel Spaß. Naja, ich wollte zwar eigentlich nicht mitmachen, aber Achtung, hier kommt Hanna Vogel. Was ist das denn da oben? Was machen die denn da auf der Rutsche? Oh, das könnte etwas Ärger bekommen. Schau mal da drüben, die Bademeisterin. Oh yeah, das hat voll viel Spaß gemacht. Gleich nochmal. Ja, und diesmal bin ich aber ganz vorne und nicht hinter meinem Papa. Der hat immer die Füße auf meinen Kopf gehabt. Aus dem Weg, Leute. Manuel Feenstaub kommt. Und hier ist Hanna Vogel. Also, was ist das denn hier? Warum ist denn hier Stau in der Rutsche? Was ist denn da auf der Rutsche los? Also, da ist doch ein Stau. Das hat doch jemand extra gemacht. Na gut, Louis, jetzt darfst du vorne wegrutschen. Dann darfst du jetzt als erstes den Stau verursachen. Ja, yeah, voll cool. Das ist das erste Mal, dass ich Rutschenstau mache. Und jetzt darf ich auch als erstes noch rutschen. Voll cool. Leute, wartet auf mich. Also, stopp. Was ist denn hier los? So, ich blockiere jetzt erstmal den Weg. Oh Mann, jetzt weiß ich, was du meinst, Louis. Dein Papa hat auch hier die Füße in der Nähe von meinem Kopf. Ich habe mich nicht unter Kontrolle. Und wer kitzelt denn da an meinen Füßen? Ich weiß auch nicht, wo ich die hin tun soll. Hanna, bist du wieder mit dabei? Komm schon. Boah, das ist der coolste Rutschenstau überhaupt. Sofort herkommen. Also, jetzt habe ich es beobachtet. Ihr habt einen Rutschenstau gemacht. Nee, also so kann man das nicht sagen. Wir waren nur alle hintereinander am Rutschen. Also, ihr wisst ganz genau, da oben ist der Oktopus. Und wenn der Oktopus nicht grün anzeigt, rutscht hier eigentlich niemand. So, also, ich habe es genau gesehen. Sie alle, also ihr alle wart an dem Rutschenstau beteiligt. Und sowas dulden wir hier nicht. Oh Mann, Leute, das sieht gar nicht gut aus. Also, so hatte ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Wisst ihr eigentlich, wie gefährlich ein Rutschenstau ist? Also, da kann man sich auch quetschen und anderen Leuten mit den Füßen auf den Kopf rutschen. Ja, also, mit den Füßen auf den Kopf rutschen, ja, da weiß ich, wovon sie redet. So, und ihr alle müsst jetzt sofort das Schwimmbad verlassen. Ihr habt erstmal für heute Hausverbot. Was? Hausverbot hier im Aquapark? Oh nein! Oh nein, warum denn? Nur wegen Rutschenstau? Hausverbot hier? Oh Mann, das hatten wir noch nie! Ach du liebe Güte, Hausverbot, hast du das gehört? Also das hatten wir wirklich noch nie. Also jetzt weiß ich, was Hanna meinte, als sie gesagt hat, mit Familie Vogel ist immer ganz viel Chaos. Oh Mann, ab nach Hause. Hey, stopp, ich hab da noch was für euch.
Wollt ihr vielleicht auch Familie Vogel als Hörspiel hören? Dann sucht einfach auf iTunes, Spotify oder Amazon Music nach Familie Vogel oder Spiel mit mir. Da findet ihr viele, viele tolle Hörspiele von uns. Viel Spaß!